Wir sind hier, weil wir für die Kernenergie eintreten. Wir, das ist der Nuklearia e.V., das sind die Mothers von Nuclear, das ist FOTA for Climate aus Polen und das ist Stand Up for Nuclear, eine Bewegung aus aller Welt. Ich begrüße ganz herzlich unsere Sprecher. Wir werden im Laufe dieses Nachmittags eine ganze Reihe von Reden hören, von Menschen aus anderen Ländern, die uns einen Einblick geben, was Kernenergie für sie in ihren Ländern bedeutet, was sie sich erhoffen und wie sie den deutschen Atomausstieg sehen. Für die nächsten Generationen, ganz genau. Es geht um unsere Zukunft. Es geht darum, dass wir eine CO2-arme Energieversorgung brauchen. Wir brauchen die Kernenergie und wir brauchen die erneuerbaren Energien, um diese CO2-arme Energieversorgung sicherzustellen. Aber ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen. Ich möchte an dieser Stelle drei Dinge sagen. Das eine ist, wir haben hier Corona-Auflagen, bitte tragt eure Masken und haltet den Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Dankeschön. Kernenergie ist in Deutschland wieder ein Streitthema und das macht mich sehr froh. In anderen europäischen Ländern ist dieser Streit längst entschieden. Andere Länder sind weiter als wir. Finnland zum Beispiel. In Finnland sind die Grünen für die Kernenergie. Die Grünen in Finnland haben einen pragmatischen Ansatz, um ihre Energieversorgung, Stromversorgung, Wärmeversorgung sicherzustellen. Und natürlich, weil sie pragmatisch sind, die Grünen in Finnland, sind sie für Kernenergie. Wir haben Ate Harjanne eingeladen, einen grünen Parlamentsabgeordneten aus Finnland. Leider konnte er nicht kommen, aber er hat ein Grußwort geschickt und dieses Grußwort möchte ich verlesen. Es ist in Englisch, darum lese ich das auch auf Englisch und dann haben unsere internationalen Gäste auch etwas davon. Also, Grußwort von Ate Harjanne. Climate change and loss of biodiversity are severe. Even existential threats to our well-being. We need to decarbonize the global economy and make sure we leave enough space and resources for nature and ecosystems to thrive and at the same time enable sustainable human development. All this takes a lot of clean energy to happen. While wind and solar are excellent ways to produce energy, nuclear should not be excluded. It is a resource-efficient, safe, and sustainable source of electricity and heat. Maybe the future is 100% renewables. However, at the moment, our problem isn't the lack of renewability. It is the accumulating carbon in the atmosphere and the declining state of ecosystems. The real race isn't between nuclear and renewables. It is about phasing out fossil fuels quickly. Renewable-only policies can result in a prolonged dependence on fossil gas and unsustainable levels of bioenergy use. We have already seen such development in many countries. We cannot afford to lock in to such a path that doesn't take us to deep decarbonization as fast as possible. Thus, we should keep nuclear in the toolbox. With different sets of assumptions and values, one can oppose nuclear power, especially new investments into it.
whatever the view one has on nuclear energy, I hope to see a more analytical debate and science-based policy making. All sources of energy should be openly and analytically assessed, their pros and cons put to scale equally. It is critically important to prioritize ends over means. Und dem kann ich mich nur anschließen. Es geht darum, auf das zu schauen, was wir erreichen wollen. Wir wollen dekarbonisieren. Wir wollen die CO2-Emissionen vermindern und zugleich für bezahlbare Strompreise sorgen. Seit mehreren Wochen gehen die Strompreise nach oben. Kernenergie ist auch ein Mittel für sinkende Strompreise. Mit Kernenergie können wir die CO2-Emissionen senken, können wir die Strompreise senken. Niemand kann sinnvoll erklären, auch unsere deutsche Bundesregierung nicht, die jetzige, die noch im Amt ist und die, die kommt. Niemand kann erklären, wie die CO2-Emissionen sinken sollen, indem man Kernkraftwerke stilllegt. Und niemand kann erklären, wie die Strompreise sinken sollen, wenn man das Angebot verknappt und die Nachfrage gleichzeitig noch erhöht. Das wird nicht funktionieren. Und daher, lasst uns die deutschen Kernkraftwerke retten.